3, 2, 1. Hey Leute, ich sag's euch, ne? Den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, auf dem eigenen Hintern, das ist wirklich nicht gut für die Fitness. Und mein Rücken, der hat sich auch lange nicht mehr bei mir bedankt. Ah, aber wir schaffen da heute Abhilfe, denn ich habe mir professionelle Unterstützung geholt von den Telekom Baskets. Und wir überwinden heute euren und meinen Schweinehund bei den Netzgeschichten. So, ich habe jetzt zwei Profis von den Baskets an meiner Seite, Bogdan Sucio und Leon Kratzer. Schön, dass ihr da seid, vielen Dank. Und du bist Physio und Fitnesstrainer, du bist offensichtlich Spieler bei den Baskets. Und du führst uns so ein bisschen mal durch ein paar Übungen und zeigst uns, was man im Homeoffice alles so anstellen kann, um fit zu bleiben. Hab ich gerne. Bitte sehr. Christian, legst deine Hände auf die Knie. Mhm. Und jetzt schiebst du die Knie abwechselnd nach vorne raus, sodass du ein bisschen Bewegung. Jawohl. Und das ist der Hintern. Jawohl. Das ist gut für die Bandscheibe? Das ist sehr gut für die Bandscheibe und für allen auch eine Aktivierung der Muskeln. Sehr gut. Und das gleiche machst du jetzt. Eine Seitenneigung nach links. Eine Seitenneigung rechts. Jetzt eine Seitenneigung nach links nochmal. Und jetzt drehst du nach links, bleibst in der Seitenneigung und machst eine Rotation nach rechts. Oh Gott, das ist anstrengend. Okay. Zurück, jetzt Seiteneigung rechts, ja. Rotation rechts und Rotation links. Oh, geil. Wie viel machen wir davon? 10 bis 20. So Christian, die Lendenwirbelsäule haben wir abgefertigt. Jawohl. Als nächstes kommt die Brustwirbelsäule. Aha. Da legst du die Hände über Kreuz auf die Schulter. Okay. Und jetzt machst du bitte eine Überstreckung, eine Extension, eine sogenannte Extension, soweit es geht. Und eine Beugung, eine Flexion. So machst du dich so rund es geht. Mhm. Das gleiche nochmal. Wenn du es magst, kannst du es mit der Ausatmung machen. Das heißt, ausatmen und bei der Einatmung in die Überstreckung. Jetzt bleibst du da bitte. Dann machst du eine Rotation nach links. Und eine Rotation nach rechts. Jetzt gehst du in die Beugung, machst dich ganz klein. Aha. Einen Buckel. Und jetzt machst du eine Rotation nach links. Rotation nach rechts. So Christian, wir haben die Lendenwirbelsäule mobilisiert, die Brustwirbelsäule. Was uns fehlt, ist die Halswirbelsäule. Okay. Die sogenannte HWS, dafür brauchst du ein Handtuch und nur diese spezielle bitte. Aha. Das rollst du ein und legst es um deinen Nacken wie ein Schal. Klingt ja gemütlich. Passt du mit einer Hand zusammen. So? Jetzt pass auf, jetzt ziehst du dein Handtuch nach rechts. Okay. Und kurzen Zug, nicht zu viel, nicht hängen. Genau. Und jetzt gehst du mit der linken Hand über Kopf. Aha. Und ziehst den Kopf in eine Seitenneigung. Eine deutliche Dehnung spüren. Zug und Dehnung. Und ich schätze auf der anderen Seite auch, ne? Auf der anderen Seite auch. Aha. Also rüber, ziehen. Und rüber. Ah. Okay, und das auch so 10-mal wahrscheinlich, 10-mal. Oder? 10-mal, genau. Okay, jetzt entfernen wir uns mal vom Schreibtisch, gehen auf die Matte. Was machen wir jetzt? Ihr geht mit dem linken Bein nach vorne. Leon, du kennst das ja schon, den Glutealstretch. Und zwar das Bein in 90-90, so wie der Leon das hat. Genau, und das andere Bein weit hinten. Oh. Genau. Jetzt versuchst du mit dem Oberkörper, soweit es geht, runterzukommen. Am besten nimmst du deine Zehennägel in den Mund. Gut, als nächstes machen wir den World Greatest Stretch. Okay. Das ist eine Kombiübung. Klingt seriös, ist es auch. Also das rechte Bein nach vorne. Mhm. Das linke Bein, soweit es geht, nach hinten. Mit dem rechten Arm geht ihr hier auf den Boden. So, oder was? Ja, genau. Aha. Und jetzt gehst du mit der rechten Hand hinter der rechten Ferse. Und jetzt gehst du auf den linken Unterarm. Auf den linken Unterarm. Und wie kommen wir da wieder raus? Und jetzt kommst du wieder langsam raus. Langsam raus. So? Genau. Oh Gott. Nach oben und jetzt einmal hoch, Arme nach oben. Leon bleibt nochmal vorne, Arme nach oben. Genau, und jetzt wechselt ihr die Seite. Und jetzt eine ganz einfache Übung. Ihr lasst beide Beine gleichzeitig nach links fallen, nach links. Und bleibt mit der gegenüberliegenden Schulter auf dem Boden. Kontakt und jetzt auf die andere Seite. Ah, das ist angenehm. Und auf die andere Seite. Und wie oft machst du das, Leon, am Tag?
Gefühlt ja, jedes Mal vom Training, also bestimmt zweimal am Tag ungefähr, leichte Bewegungen, um einfach den Körper aufzulockern, ein bisschen zu mobilisieren, um bereit fürs Training zu sein. Genau. Und macht dir das mehr Spaß als Krafttraining oder ist diese Mobilisierungs das ist besser? Ich muss sagen, ist echt teilweise sehr lästig, aber es gehört dazu. Aha. Und der Körper braucht es, deswegen. Man merkt es vor allem nach langen Busfahrten, nach langen Auswärtsfahrten, dass der Körper einfach mobilisiert werden muss und ja, es gehört einfach dazu. Als nächstes habe ich was mit euch vor und zwar die Übung nennt sich die kotzende Katze. Klingt sau lustig, ist aber sau anstrengend. Wie soll das denn gehen? Dafür geht ihr bitte den Vierfüßler. Okay. Und schaut, dass die Hüften über den Knien sind und die Schultern über den Handgelenken. Mhm. Gut, das ist eine Übung für die Bauchmuskeln. Ich mach's mal vor, damit ihr seht, dass die Bauchmuskeln schön arbeiten. Hier bei diesem Prachtexemplar von Leon. Okay, ich möchte, dass ihr komplett eure Lungen entleert, indem ihr durch den Mund ausatmet. Komplett ausatmet. Und wenn nichts mehr drin ist, dann möchte ich, dass ihr den Bauch Richtung Wirbelsäule zieht. Den Bauch Richtung Wirbelsäule. Genau. Haltet diese Position für 10 Sekunden, also nicht einatmen. 5, 4, 3, 2, 1. Haltet die Spannung und jetzt atmet ihr durch die Nase ein. Und haltet die Spannung. Durch die Nase einatmen. Oh, das ist ja fies. Und wieder durch den Mund aus, komplett entleeren die Lunge und noch weiter reinziehen. Richtung Wirbelsäule ziehen. So, als würdet ihr würgen, da aus. Sehr gut, Bauchspannung halten, sehr gut. Exzellent, sehr gut. Nicht so geil, man denkt, es passiert überhaupt gar nichts, aber es ist derbe anstrengend. Und Ende. Das war jetzt doch ganz schön anstrengend. Ich hoffe, da war auch für euch was Inspirierendes dabei, was ihr vielleicht in eure Workout-Routine einbauen könnt. Ich mache ja auch gerne Online-Sportkurse. Da hat man nämlich ein bisschen zumindest das Gefühl, als wäre es so eine Art Gruppensport. Was bringt euch denn so in Bewegung zu Hause? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ansonsten gilt wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen. Schaut euch gerne auch bei unseren anderen Videos mal um. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt fit und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder bei den Netzgeschichten. Versenkt.